Ja, hey, willkommen, mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir die Stadt, wie hieß sie, Logres betreten, genau. Und zwar durch Magilos umwerfendes Können, einen auf Magier zu machen und Werbelt vor allen Leuten in der Stadt hier zu demütigen. Und ja, deswegen ist sie wahrscheinlich der beste Charakter im Spiel. Und soll sich verdammt nochmal in unsere Truppe anschließen. Und ja. Ich habe immer noch nicht speichern können. Ich habe jetzt noch nicht keinen Speicherpunkt. Das hält mich ein bisschen auf. So. Ja. Okay. Was du hast zu sagen? Ich sehe, dass ihr Künstler seid, aber ich werde deswegen nicht zulassen, dass ihr Schwierigkeiten macht. Ich meine, diese Normen-Klamotten alle angezogen. Das wird auch irgendwie gepasst, ne? Gut. Ja, haben wir noch was? Was ist hier los? わしらも心してその通り。そっちの坊主たちはよく勉強しておるな。要するに教会の一部だろう。その割には随分偉そうだが。当然じゃ。教会を束ねる司教様は全権を聖領長アルトリウス様に委任して自主的に引退しておる。聖領の王様、教会で一番偉いってことか。だけじゃないよ。国王陛下は軍事と政治を掌握する 非常時独裁権をアルトリウス様に。だ、klingt doch echt wie Hitler。再生一致で傲慢病に立ち向かう体制を取っている。Er tut alle Mächte auf sich übertragen und alle in Chaos stürzen. Ohne Fürst Artorias bestünde die ganze Welt nur aus Dämonen. Er zwickt der Erlöser der Welt. Ja. Ja. Was das angeht. Einer der oberen Exorzisten wird bei der Zeremonie eine Rede halten. Oh Gott. Vielleicht haben sie einen Weg gefunden, die Dämonenpest zu heilen. Na gut, das war vermutlich der Wunsch des Vaters des Gedanken. Ich glaube, dass unsere Renault zum Zusammenhalt aufrufen wird. Wir haben den Dämonen zwar aus der Stadt vertrieben, aber wir wissen immer noch nicht, wie die Wurzel, was die Wurzel des Problems ist. Sagen wir, der Kampf weitergehen. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Da ist eine Seele. Eine Seele. Irgendwie komisch, dass diese Seelen hier einfach so offenen Wegen und alles so platziert sind. Also nicht direkt versteckt sind, sondern einfach nur da sind. So im Sinne von, ja, du kannst sie einsammeln und es wird sich lohnen, aber ja. Ja, und die sind da. Und die sind jetzt, man muss sie nicht suchen, die sind einfach nur da. Und jetzt ist da natürlich ein Speicherpunkt, ist klar. So viele Sünde, Stände und Stände. Schausteller haben sich für die Zeremonie versammelt. Ich habe seit Ewigkeit nicht mehr so viele frohe Gesichter in der Stadt gesehen. Da hast du absolut recht. Ich habe dafür gebetet, dass der Tag kommen möge. Ich auch. So. Ja, einmal hochheilen, ja. Wegen Roku. Ich sagen. Vielleicht springt ein Skit dabei raus. Aber glaube ich nicht. Die werden ja jetzt irgendwie mit Ausrufezeichen angezeigt, ne? Aber da muss ich wenigstens nicht in jeder Dingens hier immer übernachten. Sicher gehen, dass da, dass ich ja alle 2-3 Skits irgendwie so irgendwie, aufgerufen habe oder so. Oh, was ist denn da? Steht da oben jemand, den ich kenne? Nö, ne? Oh wow, diese Solanen sind so toll. Ich schätze, jeder Erwachsene in einer Rüstung großen Respekt entgegenbringt. Respekt? Meinst du vielleicht Respekt? Na, okay, boah.
Und ist ein Waffenladen. Also ich hoffe Karte. Oh, was für kräftige Körper, wie mitreißen. Wie schon in Exodus 9. Jetzt aber die gewöhnlichen Sachen leisten auch ihren Teil. Die Armee ist seit ihrem Sturz weit gekommen. Ich frage mich, ob der Soldat, der mit mir gefördert hat, auch dabei sein wird. Er schien ein guter Kerl zu sein, aber an deiner Stelle würde ich nicht mit ihnen einlassen. Was bei einem Soldat nie, was morgen sein wird. Wenn man morgen noch lebt. Kehrt um, der Zugang zu diesem Bereich ist verboten, während die Vorbereitung für die Zeremonie laufen. So, hier scheint aber auch nicht storymäßig irgendwie zu sein, ne? Heiner, oh. Und die einen auf Elder Scrolls Online machen und mich einfach so gut gegliederte Soldaten ja so rein setzen. Mein Campingstuhl. Wir exerzieren gerade für ein paar, die im Rahmen der Zeremonie abgehalten werden soll. Ihr könnt zusehen, solange ihr Abstand haltet. Leider gibt es ja keinen Campingstuhl, als hätte ich der ich mich da in diese Reihe von Soldaten reingesetzt. Die Helden von Tamriel. Wie heißt diese Welt eigentlich nochmal? Wie heißt die Welt hier, die wir hier spielen? Sonst würde ich keine Ahnung, sonst würde ich die ganze Zeit irgendwie sagen, die Helden von Tales of Berseria. Ich sag die Helden von Tales of Berseria, okay. Dino, wie sie alle lächeln, das bringt mich auch zum Lächeln. Ja, die in der Rüstung, ne? Ja, ich kann deren Lächeln sehen. Ich stand deswegen der Zeremonie gerammelt voll. Alle guten Plätze sind bestimmt bald weg. Im Ernst? Oh man, ich wusste doch, dass ich besser vor Ort hätte übernachten sollen, um mir einen Platz zu sichern. Keine Ahnung. Und wir haben nicht so eine richtige Heldentruppe, finde ich jetzt. Ein Militärpaar wäre in der Zeremonie und sie sagen, dass die Leute sich beruhigen sollen. Für mich sieht das mehr aus nach einer Machtdemonstration. So als wollen sie sagen, geht von uns in die Knie. Hey, vielleicht ist hier der im Dienst der Abtei steht, eine feste Stütze der Gesellschaft. Ich bezweifle das stark. Die Zeremonie beginnt in Kürze am Burgplatz. Hört aufmerksam zu und verhaltet euch angemessen. Geh mal zum Shop, während ich hier noch was sagen wollte. Ja, ich würde die ganze Zeit irgendwie sagen, die Helden von Tales of Berseria, weil wir bis jetzt noch nicht sehr viel heldenhaften Sachen gemacht haben. Keine Ahnung, die ersten Spielstunden sind wir aus dem Gefängnis ausgebrochen, haben eine Stadt angezündet und haben uns Piraten angeschlossen, also sind jetzt nicht so die herkömmlichen Helden, die du in allen Rollenspielen ja so normalerweise hast. So, Trank des Lebens, kaufen wir mal. Aber ich sollte vielleicht erstmal Level erhöhen, ne? Kalzitalisman. Weil ich glaube, dann tun sich auch die Verkaufswerte irgendwie erhöhen, so Bestienzahlen. Kriege ich dafür auch Level? Ich glaube nicht. Muss ich mal hier was verkaufen vielleicht? Du willst ab jetzt einen Preisnachlass. Seidenmontur. Oh, cool. Wir kriegen einfach so Sachen. Geil. Ist das teurer geworden? Kommt doch vor, als wäre es sogar noch teurer geworden. So, zerlegen. Ja, das ist irgendwie doof hier aufwerten. Tue ich lieber irgendwie, weiß nicht. Ja, ein bisschen, oh, verdammt, ich habe einen verkauft. Ne? Das hier. Bernsteinklinge plus 2. Weiß, ich könnte die aufwerten, aber. Übrigens dann Kalzium, boah, kostet ja schon wieder so viel, was man hier braucht. Bernsteinfragment, das können wir mal aufhören, glaube ich. Ob ich die dann jeweils einsetzen will, das ist eine andere Frage. Bernstein schon einmal genug, davon kann man ruhig ein paar hochballern. Bernstein Armor, ja, komm. Ah. Das ist wieder. Angriffskraft, ja. Vielleicht haben wir Angriffskraft, ne? Würde ich baue ja, ich muss das ja machen, um irgendwie Titel und so zu bekommen.
mit ganzen Bernstein Sachen erstmal hochleveln. Ah. Habe ich jetzt? Nee, doch. Oh, meine Bernsteinfragmente nehmen langsam ab. Was? Kann denn das sein? Dafür brauche ich eiskaltes Ziel, ey. Man kann gleich nicht schaden, einen so einen Ring hier mal aufleveln. Er drin, welcher der mit der Verteidigung am besten, ne? Da reicht so jetzt mal Sachen verkaufen. So, warte mal, ich kann doch so der mit dem Fruchtwald war. Da haben wir schon einen. Irgendwann werde ich da wahrscheinlich, ach verdammt, den zwei. Seht ihr, und das ist das Problem. Da habe ich hier einen viel besseren. Ja, Fokus und Angriff, also viel besser. Ja, wir vollkommen sonst irgendwie hochgelevelt, weil ich viel bessere Sachen habe. Okay. Halt weg. So, haben wir jemand Neues? Heilige Tränke. Ja, lass mal. So ein Kalzit-Talisman möchte ich haben. Haben wir noch nicht. Und da war's. So, ich tue mal hier ein paar Sachen. Ach, die kann man ja unendlich kaufen. Habe ich vergessen. Wenn wir mal so ein bisschen kochen können. Essenseffekt später. Gut. Voll Zeit verschwende. Verstehe, unsere Gilde wird auch so viel leihen, wie wir können. Also wir dankbar. Am dringendsten brauchen wir einen Ort, wo wir in Imperia angemessen huldigen können. Unbedingt, aber was würdet ihr sagen, wenn der Schrein in der Kathedrale erweitert werden würde? Ich glaube, damit den Aufwerten lasse ich noch ein bisschen so sein, bis ich so am Ende irgendwie bin. Jedenfalls, der Prätor ist gerade dabei, die Soldaten beim Exerzieren zu beobachten. Oder wollt ihr vielleicht zum Prätor? Vor allem, ich switche sowieso die ganze Zeit meine Ausrüstung hin und her, also bringt das eigentlich noch gar nichts. Ich tue sowieso immer erst ausrüsten, was ich hier lernen muss, also im Moment bringt das eigentlich noch gar nichts. きっとね。清涼のことで大事な発表があるって噂だから。私、大魔師様にお礼を言うんだ。ゴーマをやっつけてくれてありがとうって。そうね。感謝を伝えて、みんなで協力しないと。うん。私も規則を守る。わがままは言わないよ。大した人気じゃの。真実を知らないから。そうかい?むしろみんな。 Dann ist ja nichts Schlimmes, ne? Muss sein Hass schon irgendwie hier verteilen auf nur Artorius. Selbstsucht ist eine Sünde, die Welt zart. Du darfst nicht verwöhnen, du darfst mich nicht verwöhnen, Mutter, in Ordnung? Ah, wie du willst, liebe ist. Ich werde auf jetzt hören. Ich werde am Ende dafür sorgen, dass du sicher bist. Ja, ich will mal ein Kind irgendwie so reden hören. Ja, bitte verwöhn mich nicht. Nein, ich will kein Spielzeug oder so haben. Ja, genau. Nur ein Anime. Das Spielen. Anime-basierten Spielen. Kalzitmontur. Natürlich eine Kalzitmontur. Ich kaufe nichts mehr in den Läden, wenn das hier so weitergeht. So, jetzt mal wieder auf den Dächern der Welt. Hi. Die Musik ist so leise. Oh, hi.
95 brauche ich gut. Nicht irgendwo ablesen, wie viel ich schon habe. Hier gibt es ja so einen Statistikbildschirm, glaube ich. Wo man auch sehen kann, irgendwie welche Sachen irgendwie mit Trophäen so zusammenhängen. Warte mal. Ach nee, da oben kann ich nicht hin. Okay. Gut. Mit euch geredet? Ja, ne? Ja. Gut, dann weiter. Wo ist die Story? Ich suche dich. Story. Gehen einfach mal so ins Schloss rein, genau. Wahrscheinlich der wichtigste Ort in dieser Stadt und wir gehen einfach rein. ガンド聖堂王国第1王子パーシバル・アスガードである。この良き日を皆と祝えることを父王と共に嬉しく思う。式典が始まった。こりゃ割って入るのは無理だぞ。10年前の開門の日以来ゴーマ病とゴーマの脅威によって我が王国は存亡の危機を迎えていた。 Artorias! Hört man sie einfach nur so in der Menge schreien. Artorias! Ja, und Luffy ist ja da auch gut. ご聖主の一中たる頼み主を降臨させ、精霊の力を我らにもたらした。でも殺した。ベルベット。混沌の世に断りという希望を与え、今その希望が絆となって我々を結んでいる。 お前は私の大事なものを全部。アルトリウスの偉大なる功績と献身を称え、今ここに最悪を払い民を導く救世主の名、同志の称号を授けん。 Was? Hierzu? Okay. Das ist auch noch ein Hirte. Sekai wa saiyaku no itame ni michite imasu. Nano ni 私は皆さんに頼まねばならなかった。断りによる苦痛に耐えてくれと、意志という枷で自らを戒めてくれと。なぜなら揺るがる断りとそれを貫き通す意志、これが最悪を切り払う唯一の剣だからです。今ここにその剣がある。 私は誓おう、我が体と命を全なる民のために捧げることを、すべての人々に聖主カノヌシの加護をもたらし最悪なき世に導くことを。世界の痛みは私が必ず止めてみせる。 見つかるぞ。 ルフィ、どこ殺した。
Okay. Ja, ich auch. Da warte ich irgendwie Angst. Willst du mich auf den Arm nehmen? Und das Gefäß hier und schließe ich mir an. Doch ich. Boah, ich sehe doch schon, was kommen wird, ey. Ich werde irgendwie dem Feinden die ganze Zeit irgendwie Informationen über uns füttern, oder? Ich habe schon zwei Theorien, die mir gerade so in den Kopf umschwirren. Die Expedition ist zurück ausgezeichnet, Herr damit. So, eine Niederlage. Oh, ja, zwei Niederlagen meine ich, einen Sieg. Was bringt mir das Level? Wenn ich jetzt hier reingehe. Ah, da unten steht. Okay. So, gehen wir mal da rein. Da 30 Minuten. Gott. Ja, stärkt die Mannschaft durch Rang zu Training. Gut, machen wir es. Beim Rang jetzt ist die höhere Erfahrungsgewinn. Ah. 20. Okay. Ja, ich habe zwei Theorien bisher. Oh mein Gott, sind wir ja. Okay, aber später. Gut, dass er das angesprochen hat mit den Armen, weil ich habe irgendwie die Vermutung, dass Artorius auch irgendwie so eine Art Dämonenarm hat. Stimmt, wird das irgendwie so am Ende so sein, dass er auch so was hat. Ich wette es. So, und das zweite ist, ich wette, Magilo verrät uns die ganze Zeit hier an den Feinden. Ich meine, letztens, als sie sich von uns getrennt hat, hat sie sich zufällig gefangen nehmen lassen von unseren Feinden, damit wir ja sie retten kommen und in die Feinde hier eingeschmuggelt werden. Und ja, ich habe das Gefühl, sie geht jetzt hier auch irgendwie zu den Exorzisten und sagt denen, ja, übrigens Velvet ist hier. Und ja, gleich passiert wieder irgendwas. Wollen wir wetten? Der Hirte, wie viele Freiheiten wollen der König und der Prinz Parzival diesen Artorius denn noch geben? Der Adel von Mika hat sich über ein Jahrhundert lang abgeackert, um dieses Land zu erblühen zu bringen. Und nun soll uns von einem Mann verneigen, der uns auf die Schultern steigt und von den Ordnungen predigt? Lächerlich. Vielen in der Armee behagt die Macht des Exorzisten nicht. Aber die Tatsache ist, dass wir im Moment auf die angewiesen sind.
Bitte seid vorsichtig, wenn ihr eure Meinung kundig tut. Natürlich sind nicht alle damit einverstanden, dass jemand so eine Macht hält. Das Heilige Reich von Midgard besteht schließlich aus vielen Köpfen. Ja, Hitler. Es klingt so wie Hitler. Und ja, wir haben einen Hirten in diesem Spiel, aber im Gegensatz zum letzten Teil scheint er nicht gut zu sein. Oder keine Ahnung. Was ihr sagt den Fortigern, ihr sagt, dass Fortigern gefallen ist. Ach, warum müssen so furchtbare Nachrichten ausgerichtet am Tag der Erinnerung des Hirten kommen? Ach, wie wunderbar diese Zeremonie doch war. Dieser Tag wird noch lange in Geschichte nachhallen. Bedeutet das, dass er auch Seraphine auf seine Seite hat? Die Wiederherstellung der Ordnung durch Mitten, durch Willen und Verstandnis der Gegenpol zu den Dämonen. Nur Menschen sind in der Lage, sie zu erreichen. Durch tiefsinnige Worte wird hin gut daran, sie zu verinnerlichen. Aber Seraphine gibt es noch gar nicht in diesem Spiel, oder? Noch nicht, nehme ich mal an. Was ist denn der Unterschied zwischen Malax und Seraphim? Sind das, haben die sich in Systeria dann irgendwann so genannt, so 1000 Jahre später? Das kann natürlich sein, ne? Ein Schwert der Vernunft und des Willens. Gewiss wird es gegen Dämonen wirken, aber es wird sich auch gegen jeden wenden, der in Ordnung stört. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Kann sein, dass der Begriff sich irgendwie so nach der Zeit geändert hat, ne? Das Malax, Malakime sind dann, ne? Irgendwann, weiß ich nicht, zu Seraphim worden, weil Malak, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber Malak ist doch, weiß ich nicht, so ein Begriff, irgendwie so ein bösartiger Begriff, ne? Und Seraphim hat ja was von, ja, so göttlich oder Engel ähnlich, was, ne? Vielleicht hat sich, weiß ich nicht, vielleicht haben sich Malaks geändert irgendwie in der Zeit, wurden dann zu Seraphim oder so, ich habe keine Ahnung. Werden wir wahrscheinlich alles am Ende spätestens herausfinden. Es ist beschlossen, ich schließe mich der Armee an und stelle mein Leben in den Dienst der Menschen. Ich werde dem Leid dieses Welt ein Ende bereiten. Hoppla, immer mit der Ruhe, lässt sich ja ziemlich beeindrucken, oder? Jetta Artorius, jemanden wie ihm habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich habe nie mit echter Überzeugung gebetet, aber sein Glaube inspiriert mich dazu, selbst wieder zu glauben. Ich empfinde dasselbe. Sollen wir zur Kathedrale gehen? Die Zeremonie ist vorbei, sie sollten also wieder geöffnet sein. Da müssen wir wahrscheinlich als nächstes hin, ne? Darf ich jetzt hier speichern irgendwo? Was ist das denn? Das ist ein lilana. Oder ist das die Taverne, wo wir hin müssen? Ne, zum Gasthaus müssen wir hin. Was ist das hier? Mai. Okay, das ist doch hier. Wo wir hin müssen. Ja, ich werde draußen erstmal speichern und den Part beenden, würde ich sagen. Wie ist mit der Expedition aus? Oh, 23 Minuten. Schauen wir uns mal eine Katze hin, die gucken wir uns mal an. Ja, macht den noch zum Oberkommando der ganzen Welt und so. Zum Führer. Vor allem, wenn niemand, also Leute, die nicht Systeria gespielt haben, die haben jetzt keine Ahnung, was ein Hirte ist, ne? Hirte baut einen gigantischen Tempel für den Imperium im Norden, der den Danan-Fernstraßen. Ich werde dorthin gehen, sobald er fertig ist. Ja, das ist der Speicherpunkt da, oder? Da. Meine Leute, die jetzt Test fürs Tier nicht gespielt haben, die haben jetzt keiner, was der Begriff Hirte überhaupt sein sollte. Was Hirte? Wo sind denn die Schäfchen? Verstehen, was ich meine? So, du willst auch noch eben kommen. Ist eine Seele am Liegen? Midgard ist eine große Nation, die das Chaos besiegt. Das Land vereint. Und einen 100-jährigen Frieden gemacht hat. Ich
Vanity dieses Erbe durch Dämonenpest zerstört. Und Stärke des Hirten hat es mit einem Leben, mit neuem Leben erfüllt. Wir werden alle den Frieden und die Ehre des Landes gemeinsam wiederherstellen. Wir haben aber nicht gesehen, wie da irgendwie ein Schwert irgendwie aus dem Altar gezogen hat. Kann er nicht einfach machen? Hallo? Mal neue Gespräche. Ich würde sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage jetzt Tschüss, bis zur nächsten Folge.